Sollen wir es mal ganz oben als erstes versuchen? Kann ich helfen? Nö. Kann ja sein, dass wir noch was machen müssen. Hi. Kann ich helfen? Nö. Eigentlich könnt ihr mir alle nicht mehr weiterhelfen. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ich sehe, ihr habt die Leiche von Schalter E. Gebt sie mir und ihr dürft durch die Tür zu den Bürgermeistern. Hier, bitteschön. Danke. Bitte tretet ein. So. Hi. Seid ihr die Bürgermeister? Ja. Dann könnt ihr uns doch sicher sagen, wie es weitergeht. Klar, Mann. Und wie? Wir sind nämlich auch die Erfinder dieses Spiels, musst du wissen, nicht wahr, Sid? Jo! Jo! Ach du Scheiße. Könnt ihr uns jetzt mal sagen, wie es weitergeht? Ihr habt das Spiel ja erfunden. Ihr müsst zu einem Kindergarten im nördlichen Stadtteil. Aber ohne den richtigen Schlüssel kommt ihr da nicht rein. Und wo bekommen wir den Schlüssel her? Er liegt in einer Kiste im Erdgeschoss. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Kommt! Können wir nicht nur weiter mit denen reden? Die mochte ich. Ich will nicht mehr Fanta 4 hören. Ich frage mich, wer die gewählt hat. Hi. Kann ich helfen? Nö. Das ist aber auch schon gemein, ne? Oh, ich sehe, sie haben die Leiche von Schalter E. Dann dürfen sie passieren. Ohne die Leiche kommen sie nämlich nicht rein. Nee, nee. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Angst davor, gegen die Zeltas-Heinis da zu kämpfen. Cola, Fanta, Sprite fehlt eigentlich noch. Und wir haben Spiritus dabei. Aber den brauchen wir nicht. Ich könnte schwören, dass hier vorher noch keine Kiste stand. Grauen Schlüssel erhalten. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz speichern und die Aufnahme beenden. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ich muss mal gucken, dass die Datei richtig formatiert wird. Das ist sonst ein bisschen schwierig. Bis dann. So, das sehen wir wieder. Boah, ich sehe, die in Münchens Hofbräuhaus sich sucht. Und dann werde ich gerade vom Bowser umgefahren. Das ist schrecklich. So, wir müssen jetzt zum Kindergarten. Mal sehen, ob er passt. Er passt nicht. Aber irgendwo muss er doch passen. Lass uns in der Stadt nach dem richtigen Schloss suchen. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Hey, der Schlüssel passt hier rein. Magic! Glaubt ihr, dass da noch jemand wohnt? Hi. Ist hier wer? Wer hat den denn hier vergessen? Ja, alle haben mich hier vergessen. Spürt meine Rache! Hauptsache kämpfen. Kleiner ist er, ne? Aber fühlt sich wie ein Großer wahrscheinlich, ne? Los, Seb! Was ist jetzt denn los? Was ist das für ein Bär? Ich glaube, den müssen wir mal ein bisschen mit Bier beschmeißen hier, sonst wird er nichts. Kleinbotzen. Ja, guck mal hier. Zuckerwert. Einmal Bier drauf und fertig ist die Lauge. Jetzt müssen wir das richtige Schloss für diesen Schlüssel finden. Achso, wir haben jetzt... Ich gucke jetzt einfach nochmal hier rum. Kann ich hier mit irgendwas interagieren? Kann ja sein, dass das so wie bei Benjamin ist, dass man hier irgendwo... Glaube ich nicht. Können wir hier in den Kamin reinklettern? Hast du Bier mitgebracht? Egal. Ja, nee, egal. Verschlossen. Scheiße. Was war denn noch zu? War das hier zu? Ach nee, da gab's ja auch noch. Verschlossen. Nein. Die Tür ist nur aufgemalt. Das ist verschlossen. Auch verschlossen. Scheiße. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kommen wir hier ins Irrenhaus?
Ich bin nicht verrückt. Ich führe nur ein paar Kunststückchen auf. Lalalalala. Lalala, Kinder und Bier und Pommes und alles. Moin. Hallo? Verschlossen. Besser ist es. Ein Löwe. Fragt nicht, warum ein Löwe an der Theke steht. Für nur 5 bayerische Möppen da könnt ihr euch hier ausruhen. Wie wär's? Schönen Tag noch. Verschlossen. Schade. Und hier nach oben? Wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Hier waren wir ja noch gar nicht drin. War ja klar. Man darf wieder nicht überall hin. Ja, schon alles gemacht hier. Wo war denn sonst noch was verschlossen, wo wir nicht hinkamen? Hier haben wir alles? Müssen wir Backtracking machen hier, oder was? Donald Duck. Nee. Hey, weißt du... Nee, ich bin die Schneekönigin, ich weiß hier gar nichts. Luke, ich bin dein Patenonkel. Sag mal... Da oben kommen wir nicht hin. Knallfrische brauche ich auch nicht. Und wie wär's damit? Na sowas! Er passt! Nachricht erhalten. Mal sehen, was draufsteht. Um den nächsten Hinweis zu erhalten, musst du die Wahrsagerin eliminieren. Ich denke, das klingt eindeutig. Na, mal, wird das hier eine Schnitzeljagd oder was? Schnitzel. Schnipsel, Seb, nicht Schnitzel. Schnipsel. Lasst uns gehen. Wo war denn nochmal die Wahrsagerin, Mensch? Bist du die Wahrsagerin? Weißt du, wie ich heiße? Ja. Verdammt! Ist sie die Wahrsagerin? Du bist die Wahrsagerin. Hier ist die große Amandra. Halt's Maul. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Saure Milch, Mogelzeug, Schleimwarzen, Bier, Bröckel, Spring, Banzai. Hier, große Amanda, Maßgeruch und saure Milch. Bitteschön. Na, ist das hier Secret of Mana Musik? Ja, ist. Glaubt man nicht, aber das ist die Tantalus Musik von ganz am Ende. Nur mit weniger. Ist. Glaubt mir. Ich geh mich ja auch. Ich bin aus dem Internet. Oh, so, jetzt muss ich mir erstmal kratzen. Groß Amandra, jetzt machen wir jetzt nicht Blödsinn hier. Nee. Ich stehe hier gerade und drück die ganze Zeit Enter. Oh, oh, oh. Ich bin wirklich gerade aufgestanden. So, ich hätte nicht gedacht, dass diese Schlampe solchen Widerstand leistet. Hey, da hier ist eine Nachricht. Ich habe einen Schlüssel im Irrenhaus versteckt. Er liegt in einer Kiste. Er ist mein eigen. Mein Scheiß. Gib mir das. Bitte nicht stehlen. Amandra. Ich schlage vor, wir holen ihn. Besonders einladend sieht das hier alles nicht aus, ne? Hi. Ach, wie gut, dass niemand außer euch weiß, dass ich Eva Maria Theresia von und zu Kloppenbeutel heißt. Koppenbeutel. Hier oben wartet Irrenhaus. Ist so ein Goku, geh mal aus dem Weg. Moin. Schlüssel der Helden erhalten. Schlüssel der Helden? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Schlüssel der Helden? Hier rein? Wegen Unfähigkeit und schlechtem Personal gesprochen. Was für Helden? Bei Alex irgendwo hin? Hat er da irgendeine Tür gehabt, die man nicht aufkriegt? Alex! Moin! Ach, hier sieht's ein bisschen leer aus. Ich bin ja auch gerade erst eingezogen, ne? Haus der Helden 1. Ah ja, toll. Stimmt, hier. Guck mal. Hab ich's doch gewusst. Nachricht erhalten. Mal sehen, was draufsteht. Um den nächsten Hinweis zu erhalten, musst du den gereizten Butler fragen. Und wo finden wir den? Viele wird's in der Stadt schon nicht geben. Lasst ihn uns suchen.
Menge. So, dann gehen wir mal hier übers Dach. Weil ich dick bin, kann ich das? Mach es auch einfach. Ich werde mal meine Machtposition hier ohne Gnade ausnutzen. Diese verdammte Familie geht mir so auf den Sack. Alles Asoziale. Gut, dass die Kinder gerade im Kindergarten sind. Können Sie uns einen Hinweis geben wie... Geh doch zu den Schweinepriestern! Machen wir. Danke. Aber muss ich jetzt jeden Priester da anlabern? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hi. Bitte lasst mich beten und blöd in der Gegend rumlatschen. Ist ja gut. Warum gehst du auf der Stelle? Damit ich auffalle. Kannst du uns einen Hinweis geben? Du, da müsst ihr den Pfarrer fragen. Und wer von euch Priestern ist der Pfarrer? Um das herauszufinden, müsst ihr das Priesterspiel spielen. Dieses Spiel hat ganz einfache Regeln. Frage einen Priester, ob er der Pfarrer ist. Ist er es, dann hast du gewonnen. Ist er es nicht, dann wirst du vor die Tür gesetzt. Und musst es nochmal versuchen. Wollt ihr es ausprobieren? Haben wir eine Wahl. Dann kann es ja losgehen. Kleiner Tipp, er ist etwas auffälliger. Schau mal. Der da oben links ist schneller. Der ist es. Glaubt ihr, dass ich der Pfarrer bin? Ja, Freuli! Wie habt ihr das herausgefunden? Nun stehe ich euch für Fragen offen. Wie kommt man in den Kindergarten? Tja, wenn man circa 3 Jahre alt ist, dann... Ich meinte eigentlich, wie man durch das Tor in den Kindergarten hineingelangt. Ach so! Lass mich überlegen. Ihr werdet die Antwort auf diese Frage auf dem Friedhof finden. Auf dem Friedhof. Genau. Wenn's denn sein muss. Kommen die Alis wieder raus? Nein. Reserviert für nächsten Mittwoch. Das Ding ist aus Pappe. Welcher Scherz geht's über das denn? Donald Duck. Vorsicht, Einsturzgefahr. Ah. Ich denke mal, wir müssen da runter. Ah. Ja, das klingt sehr, sehr interessant, intelligent, richtig, wie auch immer. Ihr seid im Untergrund des Friedhofs. Viel Spaß. Hi. Ich habe demnächst vor, umzuziehen. Darf man dazu überhaupt? Check this out, Alter. Ich bin leicht die Feder von einem krassen Vogel, Alter. Lang. Hey, Alter. Ich bin jetzt voll krass Geist, Mann. Hey, Alter. Ich kann dich voll durch die Luft stylen. Hey, Lan, Brüder forever. Wer es wagt, diesen Schatz stehlen zu wollen, der soll die Rache des Totenwächters spüren. Niemals. Die Macht des Totenwächters ist die beste. Also bitte, gegen sowas sollen wir kämpfen? Ja, ich werde das Lachen schon noch verdienen. Ja, ja. Friss deinen Zwieback, Opi. Es ist nun aber an der Zeit für euch, das Zeitliche zu segnen. Stirbt! Schmeißen wir mal mit Bier und mit Milch und dann mit einer Schleimbombe. So, zack, bang. Haben wir gut gemacht. Das war viel zu einfach. So, er damit. Goldenen Schlüssel erhalten. Endlich haben wir den Schlüssel, um durch das Tor in den Kindergarten zu kommen. Juhu! Gegen wir! Oh, ich fühle mich so gut, Lan. Aber ich bin gerade ein bisschen traurig, dass die 4 Aldi-Brüder nicht mehr dabei sind. Schade, Mann. Oder? So, raus hier. So. Und jetzt ist leider schon spät. Ich muss jetzt ins Bett. Und wir sehen uns dann bald wieder zu. Das Adventure of Zeb. Bis dann.